Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Victorian Masterminds vor. Bei Victorian Masterminds stellt sich mir die Frage, ob tolles Material auch gleichzeitig bedeutet, dass es ein tolles Spiel ist. Victorian Masterminds ist ein Spiel von den Autoren Antoine Bauzard und Eric M. Lang mit Illustrationen von Davide Torcello. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 45 Minuten und bei Simon und Asmodee erschienen. Bei Victorian Masterminds sind die Spieler Superschurken und wollen Chaos verbreiten und die eigene Höllenmaschine fertigstellen. Die Spieler sind reihum abwechselnd am Zug. Jeder Schurke hat 5 unterschiedliche Komplizen, die jeweils einen gemischten, verdeckten Stapel bilden. Ist man am Zug, so zieht man den obersten Komplizen und platziert ihn auf dem Spielplan. Auf dem Spielplan gibt es 5 Gebiete, die jeweils mit Gebäuden, einem Platz für Auftragskarten und einen für Komplizen ausgestattet sind. Den gezogenen Komplizen legt man verdeckt auf einen der 5 Plätze. Dies war bereits der ganze Zug. Sobald irgendwann auf einem Platz 3 Komplizen liegen, wird der ganze Stapel umgedreht und nacheinander abgehandelt. Jeder Komplize hat eine andere besondere Fähigkeit und aktiviert zusätzlich den Effekt des Ortes. Bei den Orten erhält man stets eine Art von Ressource: Feuerkraft, Metallplatten oder Schrauben, Kodex, Bücher oder Wissenschaftler. Die Fähigkeit der Komplizen umfasst das Verdoppeln des Ortseffekts, das Erfüllen eines Auftrages oder das Blockieren des nächsten Komplizen. Außerdem kann ein Komplize Gebäude stehlen, falls die eigene Feuerkraft mindestens so hoch ist wie die Stufe der Geheimdienste. Beim Stehlen erhält man Ressourcen oder Zusatzpunkte, allerdings geht die Stufe des Geheimdienstes weiter hoch. Schließlich aktiviert der Ingenieur die Fähigkeit der eigenen Höllenmaschine. Diese wird mit Schrauben und Metallplatten nach und nach erweitert, die Fähigkeiten verbessert, Feuerkraft erhöht und Punkte generiert. Die Spieler erhalten die abgehandelten Komplizen zurück in eine offene Ablage. Sobald der eigene Nachziehstapel zur Neige geht, wird aus der Ablage ein neuer Nachziehstapel gemischt. Das Spielende wird eingeläutet, sobald entweder ein Spieler seine Höllenmaschine fertiggestellt oder der Zeiger der Geheimdienste das Ende erreicht hat. Danach hat jeder Spieler noch einen Zug und alle Komplizen auf dem Plan werden noch von oben nach unten abgehandelt. Gebäude, Auftragskarten, Kodexbücher, Bonusmarker und Teile der Höllenmaschine bringen nun Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt Victorian Masterminds. Als ich die Anleitung zu Victorian Masterminds gelesen habe, habe ich direkt gedacht, oh, das klingt ja cool. Man legt seinen Marker dahin und dann ist schon der Zug vorbei und es wird ausgewertet bei 3. Man weiß nicht, was haben die anderen gemacht. Dieser Stapel wird umgestülpt hier und dann von oben nach unten ausgewertet. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Spannung. Hoffentlich wird meiner zur richtigen Zeit ausgewertet. Hoffentlich ist dann, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude klauen will, hat nicht vor mir schon jemand ein Gebäude geklaut, sodass ich doch nicht mehr hier in der Range der Feuerkraft bin. Hoffentlich wird zuerst der Stapel ausgewertet, wo ich neue Feuerkraft bekomme und dann erst, wo ich klauen darf. Also diese Spannung, die gefällt mir hier und die hat sich dann auch bestätigt im Laufe des Spiels. Und es macht Spaß, hier sein Tableau zu bauen. Es macht Spaß, sich zu überlegen, wo lege ich den hin, diesen Turm umzudrehen. Das finde ich alles cool. Ja, und dann habe ich es natürlich mehr und mehr gespielt und habe irgendwie gedacht, nee, so toll ist es doch nicht. Also hier bei dem Spiel muss ich sagen, da ist viel, was einen blendet. Also wir haben zum einen diese tollen Miniaturen. Aber was machen wir eigentlich mit den Miniaturen? Wir stehlen die und dann stehen die blöd bei uns rum. Und am Ende haben wir da irgendwie so, wenn wir viel gestohlen haben, so einen Haufen an diesen Miniaturen, die ganze Zeit nur rumstanden. Und die Marker, die wir andauernd brauchen, die wir immer wieder nehmen, zurückgeben und so weiter, das sind diese hier. Und die sind winzig. Und also das verstehe ich nicht, warum man ein Spiel macht, in dem so viel drinsteckt, mit so tollen Miniaturen und die Sachen, die man immer wieder braucht, die man die ganze Zeit benutzt, die sind so winzig, dann sind die auch noch beidseitig. Das heißt, man muss die auch noch unter Umständen umdrehen und man kriegt die kaum zu fassen. Was soll das? Hier ist es ja nicht so, dass auf dem Tableau kein Platz gewesen wäre oder sowas. Also das ist wirklich etwas, das verstehe ich nicht. Diese Gebäude, die hätten nicht so groß, nicht so toll sein müssen. Natürlich macht es optisch viel her, aber
die Spielrelevanz von diesen Gebäuden, die ist gleich null. Ich klaue die und stelle die bei mir hin. Und die Sachen, die ich wirklich brauche, also so winzig, das ist wirklich schade. Also das hätte man größer machen müssen, in meinen Augen. Ja, und dann gibt es da noch die verschiedenen Funktionen. Zum einen die Funktionen hier der Komplizen, die sind ja bei allen gleich. Und es gibt den einen, der blockiert denjenigen, der über uns liegt. Das heißt, ich mach das mal, wenn ich den jetzt hinlege an die Stelle, dann blockiere ich den, der sich jetzt da oben drauf legt. Das heißt, in dem Moment, wo ich den lege, kann ich nicht gezielt sagen, oh, der eine Spieler, der ist schon so weit vorne, der, ich glaube, der gewinnt, ich will den blockieren, sondern irgendein Depp legt sich halt dann da drauf und der wird blockiert. Und wir hatten Spiele, wo das wirklich zufällig immer den gleichen getroffen hat. Und nicht nur eine Partie, sondern mehrere. Wo wirklich auffällig immer der eine, der Dumme war, der blockiert wurde. Und da die Partien, wenn man eben gut durchkommt, sage ich mal, so nicht blockiert wird, oft von den Punkten wirklich nur um 1-2 Punkte Unterschied ausgehen, hat einer, der 3-4 Mal blockiert wurde in der Partie, direkt verloren. Und das war hier so präsent in dem Spiel, das hat mich richtig irgendwie geärgert, weil das macht keinen Spaß und es hat mich auch geärgert, wenn ich derjenige war, der jemanden zum dritten Mal blockiert hat. Das tat mir dann leid, aber ich kann ja nichts dafür, weil in dem Moment, wo ich den hinlege, weiß ich nicht, wen ich damit blockiere. Und gleichzeitig fühlt sich das auch für einen selber nicht toll an, weil normalerweise kriegt man immer die Funktion von dem Ort und die tolle Funktion von dem, zum Beispiel den Auftrag erfüllen. Ja, und bei dem Blockierer ist es dann halt, man kriegt nur das und das war's. Also es fühlt sich nicht gut an, den zu legen, weil man weiß, man kriegt nur die eine Sache statt zwei und man hat unter Umständen noch einen blockiert, der es gar nicht verdient hat. Und das hat mich massiv gestört in den Partien. Dazu diese kleinen Marker und dann war es irgendwie so, dass je häufiger ich dieses Spiel gespielt habe, desto weniger hat es mir gefallen, weil desto mehr kamen eben diese Aspekte zum Vorschein. Obwohl ich diesen eigentlichen Mechanismus, dass man die da hinlegt, den finde ich richtig cool und dieses Umstülpen und auch dieses, wir bauen hier unsere Maschine, wir können selber entscheiden, welche Teile wollen wir schneller bauen, worauf wollen wir uns spezialisieren. Dann hat jeder noch so eine Funktion, die finde ich auch nicht unbedingt alle gleich austariert, aber gut, es geht noch, ja, und die kann man dann ja auch verbessern und die dritte Funktion ist, dass wir immer hier so ein 2-Punkte-Marker bekommen, die ist auch bei allen gleich, von daher, das finde ich schon alles okay. Aber dieses mit diesem Blockieren und mit diesen kleinen Markern, das war dann wirklich so, dass ich gedacht habe, ah, nee, irgendwie habe ich jetzt nicht mehr so die Lust, da noch was Neues zu entdecken, weil eben, ich weiß dann ja eh nicht, ob ich wieder blockiert werde und das fand ich einfach schade. Hätte man das anders gemacht, dann wäre es ein tolles Spiel. Aber so ist oft dieses Hängen geblieben, toll, in der Partie wurde ich dauernd blockiert. Oder, ah Mann, jetzt war ich schuld, dass der eine Haus hoch verloren hat, weil ich aus Versehen den blockiert habe. Das war irgendwie vom Gefühl so präsent, das ist einfach schade. Und das hat mir auch so ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, muss ich sagen. Und ein weiterer negativer Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn man das zum ersten Mal aufmacht, dann haben genau diese Gebäude so einen richtig negativen Geruch. Also die stinken einfach. Und auch jetzt noch ist es nicht weg. Also man mag die gar nicht so nah an sich ranlassen, weil der Geruch des Materials schon sehr stark ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, fand ich das cool. Es fühlt sich auch neuartig an. Aber ja, diese negativen Punkte waren dann doch recht stark. Ja, dann hoffen wir konnten euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.